So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Local Heroes hier im Rockhaus. Bei mir ist jetzt wieder Liebeslied. Wir machen quasi ein Recap vom Februar-Termin. Heute wieder mit Publikum. Was ist das Publikum jetzt für euch anders? Wann war der letzte Publikumsauftritt? Ja, der letzte Publikumsauftritt ist gar nicht so lange her, Gott sei Dank. Mhm. Wir waren erst vor, glaube ich, zwei Wochen waren wir im Pan-Café in Hallein. Und das war dann schon ein besonderes Erlebnis, ein Gefühl, dass man wieder mal in Augen schaut. Und man spüren kann, wenn Lachen hört, wenn Klatschen hört, im besten Fall. Ja, das wünschen wir uns für heute natürlich auch. Ein bisschen direktes Feedback, ja. Ist wieder ein bisschen Nervosität da oder ist das eigentlich wie immer, bloß dass man heute jetzt wieder spült auf der Bühne? Nein, die Nervosität ist eigentlich nicht größer als im Proberaum, also bei mir nicht. Ja, bei mir schon, so schön ist wieder zum Spülen auf einer Bühne. Mhm. Bei mir schon, ich war schon dreimal pinkeln. Ach so, weil okay. Ich so nervös bin. Und wie viel musst du noch? Ja, so 4-5 Mal wird es sicher noch werden. Ja, eine Diva gibt es einfach in jeder Band. Und wie schaut es mit den Songs heute aus? Habt ihr eine andere Aufstellung als beim letzten Mal? Weil es jetzt wieder Publikum oder so da ist, braucht man eine andere Dynamik oder wie schaut es denn in die Richtung aus? Also das ist, ja, wir haben andere Songs. Also wir haben ungefähr so fast mehr wie ein Drittel von den Songs ausgetauscht. Also es wird halt im Vergleich zum Februar einige neue Songs geben. Mhm. Das hat aber jetzt weniger die Ursache darin, dass wir ein anderes, dass wir ein Publikum haben, ein Live-Publikum, sondern eher, weil wir uns gedacht haben, dramaturgisch, wir haben einige Songs weiterentwickelt, wir haben dann auch Lust, ein paar andere Songs zu spielen und dann haben wir einfach das Programm irgendwie so nach der momentanen Probesituation und Spaß an der Musiklage irgendwie zusammengestellt. Quasi persönliche Präferenzen, genau. Wie es euch jetzt so taugt. Aber eben taugt es uns, dass wir eine ganze Reihe neuer Songs präsentieren können. Also quasi seit Februar so recht fleißig gewesen, dann nochmal einige Sachen mitgemacht. So kurz als Recap jetzt für die Leute, die es vielleicht letztes Mal nicht gesehen haben, welche Art von Musik macht es oder wie schaut es so aus bei euch auf der Bühne? Also wie würde man das beschreiben? Es ist immer sehr schwierig, sich selbst zu beschreiben. Ich würde mir mal wünschen, dass jemand anderer das beschreibt. Aber natürlich hat man so ein paar so Stichworte. Es sind Liebeslieder, so wie unser Band ja auch schon heißt. Liebeslieder in allen möglichen Richtungen, sei es die romantische, sei es die konfliktreiche, die verwirrte, die poetische, die unerfüllte Liebe, alles auf Hochdeutsch, Balladen, zum Teil poppig, zum Teil rockig, auch manchmal recht ruhig und poetisch. Mhm. Okay, also quasi. Darf ich da nochmal nachhaken? Ja, natürlich. Ich würde gerne, dass der Bernie da seine Sicht auf die Musik interessiert. Das interessiert uns. Darum hat er sich nämlich bisher immer gedrückt. Nein, Liebeslied zeichnet sich dadurch aus, dass jede Geschichte eine Geschichte ist. Und jedes Lied meinst du? Ja, genau. Jeder Song ist ein Text, ist eine Geschichte und jeder hat Tiefgang. Die Kleider und Stimmungen dieser Lieder und der Texte sind ganz unterschiedlich, von Deutschpop bis Ballade. Und das ist das Schöne, weil es kein belangloses Stück oder so gibt. Es gibt kein mittelmäßiges Stück. Haben Sie das gehört? Ja, uns würde es sonst kein so schnell fad werden. Also jeder Song ist sozusagen einzigartig auf seine eigene Art und Weise. Und deshalb ist er so ein bisschen... Es gibt sogar einen Song, der heißt einzigartig, aber den spielen wir halt nicht. Oh, passt. So, wie schaut es denn sonst bei euch derzeit aus? Gibt es denn Projekte, Pläne oder sonst irgendwas in die Richtung in der nächsten Zeit? Die anderen haben gemeint, das ist jetzt alles kurzfristig, dann werden wir auf einmal angerufen oder so. Wie schaut es denn in die Richtung aus? Ja, genau so ist es. Also wir wurden jetzt ganz kurzfristig im August für ein paar Sachen engagiert, auch Privates, auch Feiern, einfach alles, was man sich vorstellen kann, weil es ist ja offenbar alles erlaubt, was Freude macht. Und da sind wir auch mit dabei. Projekt ist im Kopf jetzt einmal kein neues, sondern wir arbeiten weiter. Christoph schreibt ja alle unsere Songs, da entstehen laufend neue und die werden wir vertiefen und weiterarbeiten dran. Und kommt dann irgendwann mal ein Album, quasi ein komplett, wie sagt man, ein... Ja, alle sagen, jetzt fällt mir das Wort, aber der CD oder wie nennt man das jetzt eigentlich? So einfach eine ich würde es auf Vinyl oder, machen, genau. Finde immer gut. Vinyl, ja, jeder macht jetzt Vinyl, ich habe nicht einmal mehr einen Plattenspieler. Ja, nicht, aber und in die meisten Autos gibt es keinen CD-Player mehr. Ja, und für das, wie heißt das, YouTube und Spotify und wie das heißt. Ich glaube, das ist nicht das Richtige für uns. Ich weiß es nicht genau. Um ehrlich zu sein, ich bin jetzt 60 Jahre alt, meine Kollegen sind deutlich jünger, aber ich weiß im Moment echt nicht,
wie ich meine Musik produzieren soll und auf welchem Medium meine Musik richtig ist. Mhm. Das weiß ich nicht. Schon auf CD, aber das hat nur dann einen Sinn, wenn man auf der Bühne steht und spielt. Weil man es ja nur verkaufen kann nach den Konzerten. Genau. Also prinzipiell bist du eher, sagen wir, jetzt auf der Live-Schiene unterwegs. Du sagst, da hat es einfach das, wie sagt man, da hat es den besten Effekt und da fühlt es einfach am besten, oder wie? Im Prinzip ja. Mhm. Wir haben ja ein wunderbares Projekt, ein Weihnachtsmusikprojekt. Mhm. Also das gibt es bereits auf CD, das hat ja der Bernie aufgenommen und gemischt. Und das geht wirklich sehr gut, wenn wir auftreten, dann werden auch die CDs gekauft und das ist halt immer nur eine kurze Zeitspanne, Weihnachten. Es ist schon die Idee da, jetzt auch ein Kinderliederprojekt zu machen, auch so in unserem Stil, nicht ganz so kindlich oder pädagogisch, sondern einfach gute Kinderlieder aufzunehmen. Mhm. Und das wäre auch nochmal so eine Idee, das weiterzuführen und dann, wie der Bernie sagt, gut aufnehmen, auftreten und dann direkt danach dann der Mensch. Oh, okay. Ja. Der Bernie glaubt, das wird eine CD. Wir haben ja da einen Profi mit dem Team immer noch dazu. Das Super ist, wenn wir eigentlich unseren Tontechniker. Wenn man einen Tontechniker bändet, dann geht es gleich ein paar Stufen leichter. Genau, das ist wie wenn ein Ehepaar sich scheiden lässt und dann einer davon heiratet den Scheidungsanwalt. Das ist so wie unfair der Vorteil. Eine neue Geschichte für ein neues Lied. Ja, genau. Das haben wir noch gar nicht. Und hoffentlich auch nicht, es sei denn, jemand macht die Erfahrung. Aber gut, das ist ja Erfahrung an sich, aber gut. Dann schauen wir mal, vielleicht wie das mit der CD, wie das mit der CD funktioniert. Vielleicht gibt es ja irgendwann dann den Anstoß, das dann auf die anderen umzulegen oder vielleicht dann nicht. Ansonsten würde ich mir sagen, auf jeden Fall danke fürs Dasein, danke für die Antworten und dann wünsche ich viel Spaß und freue mich auf den Auftritt heute mit Publikum. Danke. Dankeschön. Danke. Ciao. Ja, liebes Publikum, vielen Dank fürs Kommen, fürs Live-Hier-Sein. Wir sind im Februar hier gestanden mit Kameras und jetzt freuen wir uns, dass wir einfach wieder in Augen schauen können, was ich momentan zwar nicht sehe, aber es wird Licht geben. Dankeschön, Robert. Und wir starten mit unserem ersten Liebeslied. Vollgas. Wir sind es nicht mehr gefunden, gell? Mit Vollgas.
Dankeschön. Mit Vollgas sind wir wieder da. Darf uns kurz vorstellen, wir sind Liebeslied. Zu meiner Rechten der wunderbare Schlagzeuger, später auch Gitarrist, ein Mann, den wir einfach sehr lieben gelernt haben in den vielen Proben, der mit uns gelitten hat und unsere Lieder auch mitgestaltet hat. Bernie Rothauer, Dankeschön. Ja, und links an meiner linken Seite ein Mann, der offenbar an die Liebe glaubt. Sonst wird er nicht schon seit Jahren Liebeslieder schreiben. Vielleicht auch nicht jedes ganz so romantisch und kitschig, wie man es vielleicht befürchten möchte. Er ist der Gitarrist, der Komponist, der Gründer von Liebeslied, der wunderbare Christoph Lindenbauer. Dankeschön, schön, dass du das auch. Ja, und ich bin die Ilona und ich glaube auch an die Liebe, sonst würde ich diese Lieder nicht singen, auch wenn es ganz schön viel Risiko in sich birgt. Risiko, Liebe. Das Wetter in Salzburg ist immer wieder ein großes Risiko und eigentlich sollten wir das nächste Lied gar nicht spielen. Davon hatten wir ein paar Tage genug davon. Regen. Regen.
kommt der Regen. Es ist schon ein Witz, wie blöd man ist und wie der Ast so plötzlich bricht und wie die Scham sich überall vermehrt. Sie raubt die Lust, sie raubt die Kraft, sie raubt uns das Gesicht, das Gesicht, das Gesicht. Wonach so hin, ich blöder Hund, ich scheue mich. Ohne Grund, ohne Grund, ohne Grund.
jetzt geht es ein bisschen zu einem ruhigeren Teil. Christopher hat ja auch viele Balladen geschrieben und nicht alle sind brandneu. Es gibt auch einige, die schon jahrelang liegen und schon vor einigen Jahren auch bearbeitet wurden. Und gerade bei dieser Nummer, die höre ich ja dann das erste Mal und dann habe ich auch manchmal so meine Ideen oder auch Kritik oder sage, das kann ich nicht singen, das will ich nicht singen. Aber bei dieser Nummer, die hat mich sofort erfasst. Sie heißt Fliegen und ist was ganz Besonderes. Fliegen wir.
Danke. Magst du jetzt was sagen zu dem? Ja, es gibt einen Berg in Oberösterreich. Weiß nicht, ob. Ja, ich habe gesehen, es sind Linzer Urfahrer da, den kennt ihr vielleicht im Salzkammergut, den Sonnenstein, also Sonnstein. Sonnenstein. Und der ist in Traunkirchen. Und der ist so das Symbol für uns eines Berges, den man erklimmen muss. Wir haben da oben geheiratet. Und wir haben dort dieses Lied nicht gespielt. Ihr werdet hören, warum, weil der Text ist doch etwas, der schwierige Aufgang zu einer möglichen Liebe. Aber trotzdem haben wir das Lied, oder Christoph das Lied dann Sonnenstein benannt. Will dich nach.
Natürlich. Jeder kann für sich selbst empfinden, überlegen, was für ihn der König ist. Der König ist für mich, wenn ich das Lied singe, etwas ganz Großes in mir. Und deshalb dieses Lied, der König, der den Mut nicht verlieren soll. Es ist ein Lied, wo wir uns eigentlich überlegt haben, soll man das mit reinnehmen? Das gibt es schon länger. Es ist aus einem anderen Programm. Es ist allerdings ein Lied über die Bosheit und das passt ja auch irgendwie zur Liebe. Und so haben wir gesagt, wir nehmen es mit hinein in unser Liebeslied. Die Geschichte ist aber die, dass der Text von Georg Trakl ist, das ja wiederum sehr gut zu Salzburg passt. Und damals im Trakl-Jahr gab es ein Projekt, da haben wir ein paar Lieder geschrieben. Trakl hat sich mit seiner Schwester auf Französisch unterhalten und dieses Gedicht hat er für die Bosheit geschrieben und dabei an seine Mutter gedacht. Malfaisance.
Ja, von der Bosheit wieder zurück in den Versuch der Liebe zur Verzweiflung. Es tut mir leid. Ja, mir ist nichts anderes eingefallen. Na, aber jetzt geht es um eine, auch wieder eine Liebesballade, eine Geschichte, die durchaus noch gut ausgehen kann. Genau. Die ist nagelneu. Thank you.
So weit. Ja, wer hätte das nicht gern auch mal so ein Stück von Glück? Das ist ja alles, alle wir suchen danach. Und darüber gibt es natürlich auch ein Lied. Ein Stück von Glück. Ja, wir haben gesagt, wir reden nicht viel, wir singen. Schau wieder einmal staunend hinauf zu den Sternen. Ja, das nächste Stück, ja, vielleicht muss noch überhaupt noch jemand aufstehen, ist eine Nummer, die wir sonst jetzt nicht mehr am Anfang spielen, weil dann fühlt sich jeder ein bisschen beleidigt und dann sind ja schon manche Leute gegangen und vor allem die Männer, obwohl so viele Männer sind eh nicht da. Fußball, gell? Ja. Ja, meistens sind es auch die Männer, die vielleicht, glaube ich, einmal mir das sagen zu trauen, ein bisschen mehr auch noch andauernd am Handy schauen. Oder es vielleicht sogar dann in Konzerten vergessen auszuschalten. Aber das Lied von einem Mann geschrieben, Handy-Verdauungstee. Ich drücke dir den Kiefer zu, okay?
Schnaps zum Runterspülen mit Kräutern drin. Konzertes angelangt. Vielen herzlichen Dank, Wolfi Dejo, für die zweite Möglichkeit hier aufzutreten, beim ersten Mal Livestream heute wirklich live. Und danke der ganzen Technik, das wunderbare Licht von Robert Herwe immer wieder und den Ton. Ich habe leider euren Namen vergessen, es tut mir leid, bis zu diesem. Dominik und Patrick. Dominik und Patrick? Na, sagt er, du. Felix und Benedikt. Vielen Dank. Entschuldigt. Ein Sonderapplaus. Du brauchst mir jetzt noch nicht vertrauen. Natürlich willst du mir nicht glauben. Suche für uns beide einen warmen Platz zu bauen. Wenn du willst, kannst du hier schlafen und ich werde auf dich schauen. Wie treiben wir mehr?
Wunderschön. Wir hoffen, dass es so weitergeht.